aus Inkanta oder wer auch immer diese andere Frau war, war zickzack laufen, ne? Wow, ist das neblig. Okay, erstmal schnell. Dann müssten wir hier hoch, darum, darum. Dann da hoch und hier drin war sie? Ich glaube, hier drin war sie. Hallo, da sind wir wieder. So. Ja, es ist Inkanta. You return. What if you come seeking this time? Ich brauche die Worte, mit denen man die ingvitanische Maschine im Turm bedienen kann. That fool Aldhelm. He sent you, didn't he? I can hardly believe he's had the cleverness to survive. That simpleton thinks he can understand how to use something without understanding what it is or why it is. Ja, sie deutet also auch an, dass er nicht wirklich versteht, wie die Maschinen funktionieren. Was wir ja auch hatten, weil, ne, wenn man wirklich etwas versteht, kann man es auch erklären. Du spürst einen heißen Kern aus Stolz im Zentrum ihrer Seele lodern. Oh, Stolz ist toll. Stolz kann man sehr leicht manipulieren. He dabbles with ancient and powerful devices, with all the finesse of a blacksmith. He sends you here to petition me for aid after years of disparaging my research. I'll bet he didn't even tell you the tower's name, did he? That's his problem. Always looking for solutions without caring for meaning. Die Probleme in Erbhügel sind größer als eure Rivalität. Nö. Es gibt kein Problem in Erbhügel. Jedenfalls nicht für Marissa. Es gibt hier Macht, die sie holen kann. Und Hinweise über den bleiernen Schlüssel. Das war's aber auch. Es wäre natürlich schön, wenn wir das Problem beheben könnten und dann gutes Ansehen in der Stadt bekommen. Aber das wäre auch alles. Lehrer Aldhelm Demut, indem du den Wert deiner Forschung beweist. Ja, besser als das letzte. Wir probieren mal das hier. Mein Schweigen zeigt es so viel besser. Deine Worte schüren die seltsamen Kohlen im Zentrum ihrer Seele. Sag mir den Namen des Turms. Ter-Nuneth. It's called Ter-Nuneth. They built the machine atop it to contain souls. Hold them in place. But the others I've seen, machines scattered all over the Deerwood, are relays, built to move souls. Moment mal. Das heißt, das hier ist die Hauptmaschine quasi. Und der Effekt dieser Maschine lässt sich durch diese Relaisstation dann in andere Gebiete verschicken? Das heißt, wir könnten, wenn wir wirklich wüssten, wie die Maschine funktioniert, von hier aus alle Seelen, die hier sind, irgendwo anders hin verfrachten. Das heißt, theoretisch könnten wir alle Seelen, die in Nähe von diesen Ruinen sind, zufällig zu unserer Burg bringen und dort irgendwie umwandeln? Warum sollten die Ingvitaner Seelen auf diese Weise binden wollen? Ja, warum wohl? Macht! Oder fragen wir es trotzdem. Perhaps they didn't. Perhaps that's why they built no other machines like this one. We now see the Ingvitans as masters of soul manipulation. But they couldn't have attained their expertise without copious trial and error. Perhaps this was one such experiment. Nee, das hört sich nicht wie ein fehlgeschlagenes Experiment an. Es hat vielleicht nicht die Wirkung gehabt, die gewollt war, aber die Wirkung ist dennoch sehr mächtig und interessant. Wohin sollten sie Seelen bewegen? Another mystery. Hypothetically, anywhere they wished. The real question, as always, is why? To intermix them the way a player shuffles his deck, the way a farmer rotates his fields? To collect them, like butterflies under glass. To melt them down for raw essence? Unfortunately, I don't know. Der letzte Punkt wäre genau das, was ich mir gerade vorgestellt hatte. Dass wir quasi alle Seelen sammeln, die sich in der Nähe von den Relaisstationen befinden.
und diese Hauptmaschine sie in einem Punkt fokussieren und dann daraus die Essenz gewinnen. Und wir haben ja schon gelernt, dass diese Essenz hilft, den Verstand quasi zu bewahren. Was für uns ganz nützlich sein könnte, weil wir ja doch eventuell in den Wahnsinn abgleiten, wenn das mit uns so weitergeht. Du scheinst viel über Teyanovnes zu wissen. I read the runes like a journal. I understand their meaning. People like Aldhelm try to read them like instructions, and in so doing, they miss their true meaning completely. Und wie bedient man die Maschine? Ugh, back to these tinkers' concerns. And what would you do with these tethered souls if I told you? Sind wir wirklich grausam? Ja, sind wir. Können wir ihr das sagen? Sie hat drei Männer in ihrem Kinderzimmer eingesperrt, um sie aufzuessen. Ich glaube, wir können ihr ruhig sagen, dass wir Essenz ernten wollen. Das da. And so give their existence purpose. But what kind, I wonder? Ich könnte dir helfen, aber ich tue es nicht. Der Stolz in ihrer Seele lodert auf und krümmt sich, verformt sich, windet sich und schreit in ihr. Hier. Ich habe jede Menge Proben und ausreichend Zeit, um sie alle zu beobachten. Es ist der Traum eines jeden Wissenschaftlers. Meine Antwort lautet nein. Ihren Stolz löschen? Das können wir. Der Vampir scheint nicht zu bemerken, wie du deinen Verstand um die schreiende, brennende Masse schließt. Sie verbrennt jedoch deine Knochen. Du springst zurück und schreist vor Schmerzen. Ich werde diese Gelegenheit nicht aufgeben. Diese Seelen werden hier bleiben, bei mir. Und ich werde mehr erreichen als jeder andere Beseeler in der Geschichte der Beseelung. Mist. Also theoretisch könnten wir so etwas tun. Wir könnten in Seelen springen und Teile der Emotionen löschen, zerstören, verändern, wie auch immer. Was sehr, sehr mächtig ist. Aber auch ein wenig an die Fähigkeiten von dem Maskenträger erinnert. Ja, aber sie ist zu stark. Bei ihr konnten wir das noch nicht. Ja, noch nicht ist der Punkt. Brauchen mehr Essenz. Wissen anzuhäufen ist sinnlos? Was? Nein. Aber ich glaube, ich weiß, was damit gemeint ist. Damit ist gemeint, dass allein das Wissen zu horten ist sinnlos. Man muss mit dem Wissen auch irgendetwas anfangen. Sonst ist es sinnlos. Ich hoffe zumindest, dass das gemeint ist. Wer wird davon wissen? Das Stolzding flackert, als die Flamme um es herum sich legen. Alles, was ich gelernt habe, jahrelanges Studium der invitanischen Sprache. Niemand versteht sie besser als ich. Das zählt doch etwas. Also wir müssen ihren Stolz brechen. Aber nicht, indem wir wirklich aktiv eingreifen, sondern durch unsere Worte. Deine Gelegenheiten hier sind begrenzt. Eines Tages wird dieses Wissen mit dir sterben. Das stimmt, sie hat nur noch drei Leute in ihrem Keller. Irgendwann sind es nur noch zwei, dann einer, dann keiner. Und dann wird sie wahnsinnig und wird eine sabbernde Leiche. Der Stolz zischt und spritzt. Es ist nur noch eine glimmende Glut. Du irrst dich. Doch in ihrer Stimme schwingt keine Überzeugung mehr mit. Ich werde es ewig aufbauen. Ich werde mich daran klammern. Das wird mir etwas geben. Wir könnten es nochmal versuchen auf die brutale Art und Weise, aber das klingt hier besser. Lehre mich dein Wissen. Ich stelle sicher, dass es wächst und dein Vermächtnis weiterlebt. Deine Worte löschen ihren Stolz endlich. Zurück bleibt nur ein geschwärzter Stein, hart wie Diamant. Du wirfst ihn fort und er verschmilzt mit der Dunkelheit. So be it. My studies and efforts shall grow through yours.
These are the words you need. Ihre kalten, trockenen Fingerspitzen ruhen auf deinen Schläfen und du spürst, wie sie in deinen Verstand greift und Bilder aus der Dunkelheit formt. Runen flackern durch deinen Kopf, aber sie sind nicht mehr nur Bilder. Sie haben eine Bedeutung und du verstehst sie. Es sind Befehle. Etwas löst sich in deinem Verstand, eine entfernte Erinnerung, die aus einem längst vergessenen früheren Leben ausgegraben wird. Du siehst unzählige Runen, weitaus mehr als die Kante dir gezeigt hat, und du kennst ihren Klang und ihre Bedeutung und wie sie zusammengehört. Du beherrschst die Sprache der Invitana wieder. Something has awakened in your mind. You understand far more than I ever did. Take this knowledge then, and do what you will with Tear Nuneth. Now that you understand its purpose, it will serve you in whatever way you wish. Sehr gut. Was tue ich mit dem Turm, wo ich diese Worte nun kenne? Das haben wir gesagt, was wir vorhaben. Wir werden die Seelen ernten. Du sagst, die anderen Türme im Dürrwald seien gebaut worden, um Seelen zu bewegen. Achso, das haben wir alle schon gefragt. Erkläre mir, wie die Worte funktionieren. Um die Macht von Teyan Novnes zu nutzen, muss man verstehen, wozu er dient. Du kennst die Worte und ihre Bedeutung. Du kannst sie sprechen und der Turm wird gehorchen. Turn it off, I expect. That will be easy now that you can read the runes. The vessels would still roam, but striking them down would return their essence to the cycle. But be careful. That machine controls hundreds of souls, and that volume of essence could easily overload it. Improperly channeling the essence would destroy the machine along with the souls. It would be a terrible loss for posterity. Die Nachwelt kann mir eigentlich ziemlich egal sein. Hunderte von Seelen, hm? Hiravias wendet sich dir zu. Was sie sagen will, flüstert er. Könnten die altehrwürdige Taktik der Fahrlässigkeit einsetzen, um dieses Gerät zu zerstören und zu verhindern, dass weitere Seelen gefangen werden? Dennoch, es wäre grauenhaft, die in dem Gefäß Gerät gefangenen Seelen opfern zu müssen. Sie haben ein besseres Schicksal verdient. Na, das ist alles, danke. Da wir anscheinend nicht mit ihr direkt sprechen können über die leckeren Happen, sprechen wir mit den Happen selber. Ihr könnt nicht aus dem Bezirk fliehen, aber auf dem Turm seid ihr in Sicherheit. Althelm kümmert sich um euch. Ich wünschte, wir könnten Erbhügel ganz verlassen, aber selbst auf dem Turm ist es gewiss besser als hier. Danke. Oh, kein Problem. So, jetzt haben wir der Frau die Worte gestohlen und ihr Essen. Ja? Und jetzt gucken wir mal, was der Forscher so zu sagen hat, mit vollem Magen. Und hoffentlich können wir direkt gleich nach ganz oben springen, aber ich denke schon. So, erstmal wieder schnell. Da lang. So, daum hier hin. Ja, Marissa wird schon ganz hibbelig bei dem Gedanken, die ganzen Seelen einzufangen. Und gucken, ob das auch alles so läuft, wie sich das vorstellt. Und was das Geheimnis von dem Forscher jetzt ist. Da. Zur Turmspitze, bitte. Das sind komische Blutflecken. Althelms Kinn ist blutverschmiert. Ein Faden aus Fleisch und Blut baumelt von seinen Lippen. Sein Blick ist glasig und abwesend, als sei er gleichzeitig gesättigt und angewidert von seiner letzten Mahlzeit.